Hallo zusammen, Freitag, 26.08. Regionalratssitzung, Regierungsbezirk Köln war heute und sie hat nicht mal eine Stunde gedauert. Das ist ein wenig Rekord. Auf der anderen Seite, die Tagesordnung war heute durchaus nicht so umfangreich. Und ich starte kurz mit dem Thema, was eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung ist. Die Regierungspräsidentin Gisela Waisken wurde und wird heute verabschiedet. Sie hat 12 Jahre an der Spitze der Verwaltung der Bezirksregierung Köln gestanden und gesessen und gewirkt. Und an dieser Stelle bedanken wir uns auch für 1,5 Jahre sehr gute Zusammenarbeit. Aber es gibt einen Wechsel an der Spitze. Thomas Wilk übernimmt. Und deswegen war die Sitzung heute auch etwas kürzer, weil hier noch einige Formalitäten durchaus ablaufen. So, es gibt einen kleinen Recap der heutigen Ratssitzung. Wenn ihr wollt, klickt einfach auf die Agenda zur Sitzung. Dann könnt ihr einfach die Tagesordnungspunkte mitverfolgen. Und wir starten jetzt. Zur Metropolregion gibt es nicht wirklich viel Neues, außer sie scheint mehr Motivation zu haben. Das war so ein bisschen das, was übrig geblieben ist von dieser Rede. Und deswegen kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt und der ist ein bisschen wichtigerer. Und das betrifft die Oberberg-Kliniken in Erftstadt. Die Oberberg-Kliniken gibt es schon, die sitzen in Hürth. Und die wollen jetzt nach Erftstadt umziehen, haben dort ein nettes Grundstück gefunden. Da steht ein Herrenhaus drauf, so ein bisschen grün alles. Und jetzt gibt es dort aber auf planerischer Ebene so einen kleinen Konflikt des Ziels, weil es kein Siedlungsbereich ist, aber die Gebäude bestehen, es soll gar nicht so viel passieren. Und aus planerischer Sicht ist das halt jetzt gerade so ein Bürokratieding geworden. Und der Regionalrat hat sich dafür ausgesprochen, dass hier doch die Landesplanung, die dafür nämlich zuständig ist, doch hier klar das Projekt auch unterstützt. Denn es gibt den Bedarf an den Kliniken, weil es gibt sie schon, sie wollen umziehen. Es gibt auch einen Bedarf der Therapieplätze in der Region. Auch unsere Fraktion, die Linke Volt, hat sich dafür ausgesprochen, dieses Projekt zu ermöglichen auf landesplanerischer Ebene. Wenn jetzt jemand aus Erftstadt zuschaut und denkt, ich will das aber nicht, das ist bei mir vor der Haustüre, dann berücksichtigt bitte, dass wir auf planerischer Ebene dort keine Einwände sehen. Wenn es konkrete Einwände gibt, die vor Ort dagegen sprechen, die nichts mit dem Regionalplan zu tun haben, dann ermutigen wir euch natürlich ausdrücklich, hier von Einwendungen Gebrauch zu machen und den Dialog mit eurer Stadt und Gemeinde zu suchen, in dem Moment der Bürgermeisterin von Erftstadt. Dann ein richtig spannendes Thema heute. Es geht um die Taskforce für Flächen. Das Rheinische Revier, der Braunkohleausstieg ist beschlossen. Vielleicht wird er durch eine neue angekündigte Leitentscheidung sogar noch mal frühzeitiger folgen. Jetzt gibt es den Ukraine-Krieg und alle schauen ein wenig, wollen wir denn doch jetzt beschleunigen oder nicht? Gleichwohl, es gibt einen Ausstieg aus der Kohle und dazu gibt es sehr viel Diskussion um Flächen und Transformationen und den sogenannten Strukturwandel. Das ist ein wichtiges Thema, aber es gibt immer viel Tischgeklopfe, wenn das Schlagwort kommt, Schaffung von Arbeitsplätzen. Und wenn man sich mal die Region anschaut, dann gibt es durchaus eine Zahl von 166.291 Erwerbslosen, darunter auch SGB II, also sprich Hartz IV. Und das entspricht einer Quote von 6,6% im Mittel. Und bei über 4,4 Millionen EinwohnerInnen in der Region ist das doch eine recht niedrige Quote, zumal man bedenken muss, dass aktuell 38.000 gemeldete Stellen existieren. Und ich behaupte mal, viele Stellen landen noch nicht mehr bei einer Arbeitsagentur, weil sie direkt über die Jobportale oder gar irgendwelche Ausschreibungen bekannt gemacht werden und gar nicht mehr diese Runde drehen. Worauf ich hinaus will: Unsere Fraktion hat den dazugehörigen Antrag, diese Flächen auch noch besonders zu unterstützen und zu promoten, nicht mitgetragen. Wir haben uns, weil er einfach noch sehr, sehr allgemeingültig und pauschal ist, enthalten. Denn einige der Flächen sind durchaus gute Kompromissflächen, die teilweise schon versiegelt sind, über die man reden muss und reden sollte, wie man sie denn nachhaltig für Gewerbe und Industrie bewirtschaften kann und entwickeln kann. Allerdings reden wir hier über 7 Sonderzonen, die beschleunigt und mit einem unterstützenden sogar Landesplanverfahren einfach gewünscht sind. Und was wir als Fraktion daher vermissen ist, dass man auch den Blick ein wenig in die Zukunft wirft und dass eine Flächenversiedlung halt ein großes Problem ist. Denn Flächen wachsen nicht, sie lassen sich nicht pflanzen, man kriegt sie nicht durch Sparen oder einen Zinseszinseffekt.
Und aus diesem Grund sind wir da halt sehr vorsichtig, zumal wir erlebt haben, gerade letztes Jahr, versiegelte Flächen sorgen bei Starkregenereignissen dafür, dass das Ganze nochmal brisanter und gefährlicher wird. Und deswegen sind wir bei so pauschalen Flächenthemen halt einfach nicht so direkt zu begeistern. Und vor allen Dingen nicht, wenn sie noch so unkonkret sind, weil bei diesen Flächen gibt es teilweise noch ungeklärte Eigentumsverhältnisse. Es geht erstmal darum, da wäre was möglich. Und da möchte ich ganz klar sagen, an so einem Antrag, auch wenn immer gesagt und gewünscht ist, das muss ja ein gemeinsames, ja, am besten auch von allen getragenes Signal sein, dann kann ich das verstehen. Und deswegen, ja, werden vielleicht jetzt die Pressemitteilungen lauten, dass es einen einstimmigen Beschluss des Regionalrates gibt. Das ist jetzt Interpretationssache natürlich, denn wir haben uns enthalten, der Rest hat dafür gestimmt. Okay, so what? Für uns ist aber klar, in dem aktuellen Entwurf des Regionalplanes, der diskutiert wird, den noch bis zum 31.08. übrigens auch noch mit einer Stellungnahme bei der Bezirksregierung kommentieren könnt, steht, dass es vor allen Dingen einen hohen Bedarf gibt an sogenanntem allgemeinen Siedlungsbereich. Abgesehen von 5 Gemeinden im Oberbergischen Kreis brauchen alle Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Köln deutlich mehr Wohn- und Siedlungsfläche als Gewerbe- und Industriestandorte. Und was wir jetzt erleben, ist eine Taskforce, die sich rein mit Gewerbe und Industrie beschäftigt. Das war der Wunsch der letzten Landesregierung. Allerdings, wie kann es sein, dass wir, wenn wir schon über das hohe Gut von Flächen diskutieren, den höheren Bedarf vollkommen ignorieren? Und da spielen wir so nicht mit und deswegen Enthaltung bei diesem Antrag. Tagesordnungspunkt Bohrflussfläche in Bergheim Niederaußen. Das ist im Grunde die Fläche, die noch nicht in Anspruch genommen wurde, beziehungsweise nicht wirklich groß bebaut wurde von RWE neben dem Kohlekraftwerk. Und an der Stelle soll ein, ja, idealerweise ein Rechenzentrum entstehen. Also idealerweise sogar ein Hyperscale. Ein Hyperscale sind die ganz fetten Rechenzentren, die allerdings nicht ganz uninteressant sind. Und das finden wir eine durchaus spannende Sache, denn es braucht tatsächlich den einen oder anderen Hyperscaler, vor allen Dingen, wir finden europäischer Natur. Dazu gleich noch kurz 2, 3 Sätze. Denn, wie gesagt, die Fläche ist bereits zugewiesen. Sie muss dafür planerisch leicht geändert werden. Es ist aber nicht so, als würde man jetzt hier groß nochmal weitere Flächen versiegeln. Und zweitens, es ist natürlich etwas, um einen Digitalpark anzusiedeln, eine durchaus wichtige Sache. Die Infrastruktur ist größtenteils auch erschlossen. Und wir haben halt zu diesem Antrag noch den Tonspur Aspekt gebracht. Erstens, dass man das doch nutzt, im ländlichen Raum den Glasfaserausbau weiter voranzutreiben, weil wenn dort ein Hyperscaler und ein Rechenzentrum entsteht, dann geht das nicht ohne Glasfaser. Und naja, das sind die Straßen, die ein Hyperscaler oder ein Rechenzentrum braucht. Und das Zweite an der Stelle ist, dass wir klar gesagt haben, wir brauchen dort europäische Anbieter, denn aktuell ist der sogenannte Hyperscaler-Markt dominiert von Amazon, Microsoft und von Google, also Alphabet. Und die machen da, was die Pakete betrifft und Leistung betrifft, einen ziemlich guten Job. Aber das Thema Steuern zahlen in Europa und das Thema der Daten und Datensicherheit in Europa ist dann doch nicht überall so mega cool. Und es gibt auch Unternehmen, die arbeiten mit diesen großen Anbietern so ein bisschen mit Bauchschmerzen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn dort ein Hyperscaler kommt, dann möge man sich doch bitte als Verwaltung, als Regierungsbezirk dafür einsetzen, dass dort ein europäisches Unternehmen das Zentrum betreibt. Denn ich denke, es braucht hier noch ein bisschen was am Markt, das den Amerikanern vor allen Dingen die Stirn bietet. Wir haben diesen Antrag dennoch unterstützt, denn wir brauchen eine moderne Infrastruktur und ein Digitalpark an der Stelle ist sicherlich eine gute Entscheidung. Zu guter Letzt vielleicht noch der Hinweis auf eine Anfrage der FDP-Fraktion zur Militäringstraße, Luxemburger Straße hier in Köln, eine Dauerbaustelle und für Radfahrer sowieso eine Katastrophe. Und ist ganz interessant, wenn ihr euch mit Verkehr beschäftigt. Wir können jetzt da an der Stelle gar nicht mehr groß was weiteres zu sagen, als dass die Verkehrspolitik im Regierungsbezirk weiter leider sehr autolastig ist und Radverkehrsschnellwege, die ja übrigens für Landstraßen gleichgestellt sind, weiterhin nicht zu finden sind. Also, habt ein schönes Wochenende, danke euch, bleibt gesund, macht's gut.